Das Konzept von Biomimetik basiert auf dem Studium der Natur. Diese liefert Prinzipien für die Entwicklung gewinnbringender technischer Anwendungen. Dunlop Sport hat das Konzept von Biomimetik angenommen und neue technische Strukturen entwickelt. Diese sind in die Produktion innovativer Tennisrackets eingeflossen. Viele Weltklasse-Spieler und Spielerinnen vertrauen Dunlop und Biomimetik. So spielt der ATP-Pro Jürgen Melzer den Dunlop Biomimetic 300 Tour. Hier zunächst die harten Schlägerdaten. Seitenfläche 626 Quadratzentimeter, Länge 68,6 cm, Profilhöhe 20 mm, Gewicht 320 Gramm, Balance 320 mm, RA-Wert 64 und Beseitungsbild 18x20. Was zeichnet das Racket darüber hinaus aus? Da ist vor allem das verarbeitete Material. Bei Dunlop ist in der gesamten Biomimetic-Schlägerfamilie HM6 Carbon verarbeitet. Inspiriert durch die Struktur von Bienenwaben wurden Ultra-High-Modulus-Carbonfasern zwischen den Aerogel-Graphitschichten in hexagonalen Strukturen verarbeitet. HM6 Carbon verteilt die Kräfte beim Ballaufprall gleichmäßig. Dadurch werden ungewollte Schlägervibrationen gedämpft und das Spielgefühl wird deutlich verbessert. Aeroskin, das auf dem optimierten Strömungswiderstand von Haihaut basiert, reduziert den Luftwiderstand des Rackets. Dadurch sorgt Aeroskin für mehr Power beim Schlag. Inspiriert durch die Füße des Geckos wurde eine einmalige Oberflächenbehandlung des Griffbandes vorgenommen. Die perforierte Struktur von GeckoTec sorgt für eine spürbare Reduktion der Feuchtigkeit. GeckoTec bietet ein deutliches Plus an Griffigkeit. Das verbessert die Kontrolle, das Spielgefühl und die Präzision. Für welchen Spielertyp eignet sich dieses Racket? Der Dunlop Biomimetic 300 Tour spricht den Turnierspieler an, der über einen langen Schwung verfügt und der für sein Spiel den optimalen Mix aus Touch und Power sucht.